Mobil. Der erste Schnee ist gefallen. Die Kinder nützen die Gelegenheit für eine erste Schneeballschlacht. Doch Achtung, der tägliche Schulweg steckt voller Herausforderungen und auch Gefahren. Richtiges Verhalten im Straßenverkehr kann und muss deswegen erlernt und trainiert werden. Die Schüler der 3C der Grundschule Gries in Bozen haben vor kurzem bei der Aktion Hallo Auto mitgemacht. Hallo Auto ist ein Kinderverkehrserziehungsprogramm, das es seit nunmehr etwas mehr als 25 Jahre gibt in Europa. Und die Idee hinter Hallo Auto ist, dass wir den Kindern auf spielerische, Lernen durch Erleben Weise die Länge des Anhalteweges, die Länge des Bremsweges eines Fahrzeuges vermitteln wollen. Jeder stellt sich jetzt vor einem Kegel auf. Die Hallo Auto Kursleiter sind in der Regel selbst Pädagogen und finden deswegen schnell den richtigen Draht zu den Kindern. Ja, wenn ich irgendwo bin und weit und breit kein Zebrastreifen ist und ich muss die Straße überqueren, darf ich sie da nicht überqueren? Ja, kann ich sie schon. Doch Achtung, gerade Kinder im Grundschulalter haben noch nicht das richtige Urteilsvermögen. Wenn man Kinderverkehrserziehungsprogramme oder überhaupt Verkehrserziehungsprogramme richtig angeht, dann analysiert man zuerst einmal, welche Arten von Unfällen gibt es. Und Unfälle von Kindern in dem Alter passieren natürlich am Schulweg, nicht nur am Schulweg, aber sehr stark, sehr oft am Schulweg. Und dann muss man analysieren, warum kommt es zu den Unfällen? Und bei Kindern in diesem Alter ist das Problem, dass sie die Autos quasi noch ein bisschen wie eine Comicfigur sehen. Das Auto sieht mich, also die Scheinwerfer des Fahrzeuges sehen mich. Und wenn mich das Auto sieht, kann es ja auch gleich stehen bleiben. Fertig, los! Lernen durch Erleben heißt die Devise. Bei einem Laufspiel am Übungsplatz stellen die Kinder ihren eigenen Brems- und Reaktionsweg fest und machen die Erfahrung, wie schwer alleine schon das Abbremsen des eigenen Körpers ist. Wovon, Kinder, glaubst du, hängt er noch auf der Bremsweg? Vom Mensch zum Auto. Mit Hütchen haben die Kinder markiert, wo ihrer Schätzung nach ein 50 km/h schnelles Auto zum Stillstand kommen wird. Ergebnis: Der Anhalteweg wurde bei weitem unterschätzt. Von der Ziellinie bis da vorne, wo es angehalten hat, 20 Meter gebraucht. Und ihr habt, wie viel habt ihr nur gebraucht? 3,50 Meter. Also Hallo Auto besteht aus einem theoretischen und aus einem praktischen Teil. Zuerst schon erfahren die Schüler, wovon überhaupt der Anhalteweg abhängt beim Laufen. Dass da die Geschwindigkeit eine Rolle spielt, das Profil, der Boden und eben auch die Reaktion. Und anschließend dürfen sie eben selbst das testen im Auto, damit sie erkennen, damit ein Fahrer nicht sofort reagieren und anhalten kann. Damit die Kinder sich klar werden, wie lange es braucht, ein Fahrzeug zum Stehen zu bringen, darf nun jeder ein 50 km/h schnelles Auto abbremsen. Dazu steht ein Auto mit Doppelbremspedal zur Verfügung. Und weil ich die Fahne gesehen habe, leider noch, muss man richtig reagieren und bremsen. Probieren geht über Studieren. Und das steckt hinter der Idee Hallo Auto. Zuerst das Abschätzen, was glaubst du denn, wie lange braucht das Auto zum Stehenbleiben? Und dann der Beweis, wie lange braucht es tatsächlich? Und vor allem der Beweis, jedes Kind darf selbst einmal bremsen. Ja? Also du selbst sollst spüren, wie lange das Auto tatsächlich braucht, bis es zum Stillstand kommt. Die haben das nie gedacht, dass sie das überstehen. Deswegen ganz wichtig, nie das Anschnallen vergessen. Ein Beispiel. Ein Kind, das ca. 20 Kilo wiegt und nicht angeschnallt ist, würde bei einer Vollbremsung bei einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern mit einem Schub von ca. einer Tonne nach vorne katapultiert. Kinder in diesem Alter sind locker schon selbst in der Lage, sich selbst anzuschnallen. Und es ist ja leider erschütternd, gerade auf dem Weg zur Schule sieht man sehr oft die Kinder hinten im Fond herumturnen ohne Sicherheitsgurt. Und Kinder in dem Alter, wenn man sie davon überzeugt, wie wichtig der Sicherheitsgurt ist, schnallen sich selbst an, ohne dass die Eltern sich darum kümmern müssen. Hallo Auto ist für die Schulen kostenlos und kann bei der Dienststelle für Verkehrserziehung des Schulamtes angefordert werden. Lernen durch Erleben. Denn Sicherheit darf keine Glückssache sein.
Ich glaube, man kann sehen, die Kinder haben einen Mordspaß bei Hallo Auto. Aber es geht ja nicht nur um den Spaß, es geht auch um den Inhalt und die Ziele dieser Aktion. Und um eine Art Lernzielkontrolle zu haben, gibt es einen Quiz. Diesen Quiz erarbeiten die Lehrer im Nachgang, also teilweise ein, zwei Wochen nach der Aktion Hallo Auto, mit den Kindern in der Schule. Diese Quiz werden ausgewertet und aus den Auswertungen wissen wir, dass nicht nur der Spaß da ist, sondern auch, dass das Lernziel erreicht wird. Unser heutiges Thema: Ladungssicherung. Vielleicht etwas ungewöhnlich für uns Pkw-Fahrer, aber gerade jetzt kommen wir in eine Jahreszeit, wo wir mit sehr, sehr viel gefährlicher Ladung unterwegs sind. Denn Hand aufs Herz, gerade im Winter, in der Skisaison, sind wir oft so unterwegs. Klappe auf, Rücksitzbänke umgelegt, Ski rein, Schuhe rein und auf geht's so zur Skipiste. Und in den Medien lesen wir dann oft bei kleinen Unfällen bereits schwere Verletzungen der Insassen, weil die ungesicherte Ladung kreuz und quer durchs Auto fliegt. Unsere Autos werden zwar immer sicherer, aber wie gefährlich ungesicherte Ladung ist, wurde vor kurzem in einem Crashtest bewiesen. Die nicht montierte Skiausrüstung bei einem Crash von 50 km/h wurde quasi komplett quer durch das Fahrzeug geschleudert. Man muss sich das so vorstellen, bei einem Crash von 50 km/h wird so viel Crash-Energie erzeugt, dass ein Gegenstand ein Vielfaches seines ursprünglichen Gewichts erreicht. Man muss sich das so vorstellen. Ein Skischuh von 2,5 Kilo Eigengewicht hat jetzt eine Crash-Energie von sage und schreibe 75 Kilo. Und dann stellt sich die Frage, wo einem diese 75 Kilo treffen. Und so sind Sie sicher unterwegs, wenn Sie Ihre Ski im Fahrzeug befördern wollen. Nutzen Sie die Verzurrösen, kaufen Sie sich für ein paar Euro vernünftige Spanngurte und schnallen Sie die Ski anständig fest. Ein weiterer Tipp, vor allem bei Fahrzeugen, die etwas älter sind, eine Holzplatte vor den Rücksitz verhindert, dass der Ski bei einem Crash den Rücksitz durchschlägt. Und schwere Gegenstände, wie zum Beispiel die Skischuhe, platzieren Sie am besten tief unten im Fahrzeug. Eine sehr bequeme, aber vor allem für die Insassen unserer Fahrzeuge sehr sichere Sache sind Dachboxen oder Skigepäckträger. Hier lassen Sie die Skis, vor allem wenn sie nass und voller Schnee sind, gut und sicher verwahren und gut transportieren. Wichtig dabei ist immer nur, als Fahrzeugführer, als Fahrzeuglenker sind wir auch hier für die Sicherung zuständig. Das heißt, die sichere und feste Montage des gesamten Systems. Aber auch der Transport von Christbäumen hat so seine Tücken. Bei all dem dürfen wir nie vergessen, dass wir als Fahrer, als Fahrzeuglenker für die Ladungssicherung entsprechend Verantwortung tragen. Beim Transport von Christbäumen gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder im Fahrzeug oder am Fahrzeug. Natürlich am Fahrzeug auch wieder mit einem vernünftigen Dachträgersystem und mit einem Spanngurt, den man am besten kreuzweise so zieht, dass der Christbaum wirklich gegen alle Bewegungen, die beim Fahren entstehen können, gesichert sind. Kleiner Tipp, die überflüssigen Enden am besten im Fahrzeuginneren verstauen, dann werden die anderen Verkehrsteilnehmer auch nicht irritiert. Man muss beim Transport auf dem Dach aber auch die gesetzlichen Regelungen beachten. So darf Ladung nach vorne gar nicht überstehen, nach hinten maximal 3/10 der Fahrzeuglänge. Ganz wichtig auch, sobald Ladung aber auch nur 1 Zentimeter über das Fahrzeug hinausragt, muss es mit der speziellen Warntafel gekennzeichnet sein. Und nicht vergessen, auch im neuen Jahr gilt Drive Safe. Mobil. 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 Mobil.